Morgen, liebe Radfreunde. Ich habe mich entschlossen, meine Urlaubswoche in Holland zu verbringen. Im Mekka der Radfahrer sozusagen. Und ja, bin das erste Mal hier im Land und bin schon gespannt, wie es wird. Und ich stehe jetzt hier vor dem Bahnhof in Arnheim. Bin mit Zug hergefahren über Duisburg und ich werde jetzt erstmal Richtung Utrecht fahren. Das sind ungefähr so 90 Kilometer. Mal gucken, ob ich da heute noch ankomme, aber es sollte eigentlich machbar sein. Wir haben es jetzt ungefähr 10:30. Also alles drin. So, ja, wie es so ist, gerade gestartet, 2 Kilometer gefahren, hatte hier prompt eine fette Steigung gehabt. So, was man schon sagen kann auf den ersten Metern, die Ausschilderung, die scheint tatsächlich so perfekt zu sein, wie man es schon gehört hat. Ich bin jetzt hier auf dem Radweg LF4. So, ich bin jetzt hier am Rande von Arnheim. Ja, Wetter sieht gut aus. Jetzt momentan sind, ist nicht geguckt, aber ich schätze mal so 13, 14 Grad. 18 werden es heute noch. Viel Sonne. Und was sehr gut ist, ich habe hier einen der wenigen Tage erwischt, in denen tatsächlich mal Ostwind ist. Die ersten 10 Kilometer sind geschafft und hier sind wir in Hilsum. So, es sind 20 Kilometer geschafft. Was ich jetzt so nicht erwartet habe, es waren doch einige Steigungen dabei. Habe ich hier so nicht erwartet. Links von uns, ich schwenk mal rüber, ist der Rhein. Aber man kann ihn nicht so richtig sehen. Man kann ihn bestenfalls erahnen. Wir verlassen jetzt Wageningen. Kann ich den Rhein besser sehen? Zu meiner Linken. Geschafft habe ich jetzt
37 Kilometer. Ich fahre jetzt hier unmittelbar am Rhein entlang. Ja, was soll ich sagen? Es hat dann doch einen Punkt, wo ich mich dann verfahren habe. Das habe ich dann ungefähr 3 Kilometer später gemerkt und hatte auch selbst Schuld daran. Jetzt nach Elst. Es geht schon längere Zeit durch wunderschöne Mischwälder. Fährt sich sehr gut. Ich habe jetzt 47 Kilometer geschafft und hier ist mal das erste Stück, was nicht asphaltiert ist. Also selbst im dichten Wald ist hier eine Fahrradstraße mit Mittelstreifen. Toll. Unglaublich. So, wir haben es jetzt kurz vor 16 Uhr. Ich habe jetzt geschafft, nicht ganz 70 Kilometer. Und bin jetzt ungefähr 3 Kilometer vor Heist. Und bis Utrecht. Denke ich mal, werden es auch gut 20 Kilometer sein. So, ich bin hier in Zeist und der Weg führt mich hier in so eine Art Schlosspark. Sieht schon toll aus hier. So, ich bin jetzt kurz vor Utrecht angekommen, also vor einiger Zeit schon. Habe mir hier vor Utrecht noch einen Campingplatz gesucht. Ja, ich glaube, der war eigentlich schon ausgebucht, aber man konnte mich hier noch hinten zwischen den Obstbäumen noch reinstecken sozusagen. Ja, jetzt bin ich hier, war noch kurz einkaufen. Ich werde jetzt duschen gehen und mir noch ein Armbrot machen. Und ich denke mal, so spät wird es heute nicht. Ich bin heute Morgen früh aufgestanden, sehr früh. Und ja, das heißt, ich werde dann heute rechtzeitig schlafen gehen. So, der Tag ist so gut wie vorüber und es ist Zeit, noch mal ein kurzes Fazit zu ziehen. Mein erster Tag hier in den Niederlanden.
sehr aufschlussreich, war wirklich toll. Also so, wenn man sieht mit den ganzen Radwegen hier, wie alles gestaltet ist, es ist mega. Also wirklich, da lacht das Radlerherz. Es ist definitiv so. Was mich überrascht hat heute, ich hatte dann relativ viele Steigungen gehabt. Ich hatte hier eigentlich eher so, ja, wie man es eben kennt, flaches Land erwartet. Und auch so mehr so weite Flächen und so. Aber es waren sehr, sehr viele Wälder und Waldwege mit dazwischen. Ein Naturschutzpark oder ein Naturpark, ungefähr 30 Kilometer von hier. Ja, ich selbst bin jetzt ungefähr so 6-7 Kilometer weg von Utrecht. Ich habe das heute nicht mehr mitgenommen. Ich habe dann vor Utrecht geguckt wegen Campingplatz und musste sogar noch wieder ein Stück von der Stadt wegfahren, um noch einen wahrzunehmen. Und ja, habe hier einen ganz netten Platz bekommen. Ja, auch wenn es jetzt hier die letzte Ecke ist, aber ich bin zufrieden damit. Also, ihr habt ja die Aussicht gesehen. Schon toll. Ja, morgen geht es dann wieder weiter. Ich werde morgen früh gleich von hier aus dann nach Utrecht reinfahren, die Stadt noch ein bisschen mitnehmen und von dort geht es dann in Richtung Haarlem. Amsterdam werde ich wahrscheinlich nur leicht kreuzen, also am Rande kreuzen, besser gesagt. Direkt in die Stadt rein werde ich nicht fahren. Und ja, dann werde ich morgen in Haarlem landen und vielleicht schaffe ich sogar noch bis zur Nordsee. Obwohl ich das jetzt nicht glaube. Ist auch nicht mein Ziel für morgen, wenn es sich so ergibt, okay. Aber mein Ziel ist es nicht. Also mein Ziel ist Haarlem im ersten Sinne. Und ja, mal gucken, wie es dann weitergeht. Gut, dann ist es Zeit, Tschüss zu sagen. Ich genieße den Tagesausklang und bis zum nächsten Mal.